Cause we're gonna be legends. Oh, komm, mach das hier nochmal. Komm, Spiel starten. Ey, ganz ruhig, Brauner. Spiel starten. Ging das mit linker Maustaste? Scheiße, oder war es Leertaste? Ich weiß nicht mehr. Leertaste. Okay. 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 Ja. Eins. Au! Ja, erneut versuchen. Okay. 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 Ja. Nice. Mach weiter. Fick dich doch ins Knie, Alter. Ja, das ist stumpf. Funktioniert nicht, alter Mann. Schärft das mal. So. Spaß, die Kinder, ey. Erstmal Munition kaufen bei Paul. A.K.A. Koffer. Ist einer von diesen Schwierdingern? Nee, ne? Nee. Die Austausch. Gucken, was ist er denn? Sheriff Black macht einen Austausch mit der Regierung. Wir brauchen Deckung durch einen Scharfschützen. Damit der Sheriff Leben zurückkommt. Bei der Regierung muss man mit allen rechnen. Wenn du den Job annimmst, geht sofort los. Halt Sheriff am Leben, dann bekommst du einen Bonus. Gerüchten zufolge wirst du von der Regierung gesucht. Wer ist da? Benjamin, hast du etwas zu sagen? Sieht genauso aus wie Aiden. Ja, ja. Austausch. Nehmen wir an. Ja, komm. Ja. Komm. Leute erschießen. Das können wir doch. Ei, wo bin ich denn hier gefangen? Wo ist der? Okay, ah. Hier ist der Koffer. Nehm den Koffer. Stell ihn dahin. Da. Heb den selber auf, du Wichser. Was soll die Scheiße? Ich brauche ihn in die Fresse. Niemand fickt mit rein. Yo! Digga. Gleich noch ein paar wie heißen die? Ach scheiße, was rede ich denn jetzt hier? Ich wollte sagen, kommen bestimmt gleich auch noch ein paar Monster, Mutanten meine ich. Was hat, ich sehe das alle gar nicht. Da ist noch ein roter Strich. Aua! Was ist denn los mit dir? Da kommen noch wie hier runtergebeamt oder sind die schon? Mann! Digga, auch so rumzustöhnen, das ist ja peinlich. Oh, der Sheriff ist gleich tot. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Das war's? Ja. Easy. Jetzt holt mich hier raus aus dem Bums. So, da haben wir erstmal einen Schluck Energy. Kid, was sagst du denn dazu? Kid. Kid? Kid? Mach noch weiter so. Ist das eine Drohung oder was? Hallo? Hä? Ja, ein kleiner Psychopath bist du auch wohl, ne? So, Genie.
Ja, auch nix. Ja, dann fick dich doch. So. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ja. Möchten Sie handeln? Ja, das möchte ich, mein lieber Herr Freund. Oh, erst muss ich aber aufstoßen. Ich hoffe, das ist halb so wild, wie es... Wir sollen jetzt auch mal Scharfschutzmunition. Keine Ahnung, ich kaufe noch welche. Stahlmunition kaufe ich gar nicht mehr. MG-Munition, das ist das, was richtig böllert. Ah, hier Pfeile. Wir sind doch hier, ne? Stahlbolzen. HE-Raketen. Stahlbolzen. Ist auch teuer, ne? Was kostet die Welt? Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja. Halt dein Maul. So. Mal gucken, ob wir für das Auto neue Sachen kaufen können. Was machst du denn hier? Darken hast du... Ne? Dann, ja, schließlich gut. Mach jemand? Noch weiter so. Alter, ist das die nächste Drohung oder was? Ich reiß euch allen den Arsch auf, wenn ihr mir auf den Sack geht. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Ach, Rusty hier, Alter. Ja, nee, ist klar. Wer bist du denn, Alter? Mehmet, Alter. Hast du auf die Fresse gekriegt? Was ist denn los mit dir? Ey, du guckst, als hätte man dir den Lutscher geklaut. Oh, alle sind böse zu mir. Gott. Na, Alter. Lust auf ein kleines Duell? Hast du mir gerade den Stinkefinger gezeigt? Ja. Warte mal. Hier gibt's Autoteile. Ja? Sag doch nochmal. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Mann, Alter, red ich mit dir, meine Fresse, Alter. Gerade den Stinkefinger gezeigt. Ich werde es mir noch mal angucken. Houston, Ricky Weeks, hat auch nichts. Ach ja, ich wollte ja zu dir. Ich habe die besten Autoteile, die es gibt. Hat dein Maul. Kann ich dir helfen? Hier, seht ihr? Ne. Diesen hier Cuprino. Klassisches Ödlern-Look. Wie der Name schon sagt, er trümmert die Kühlergriffe feindlicher Fahrzeuge in kleine Stücke. Ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Was ist das? Schwer besteht aus Filitrit und ist die leichteste schwere Panzerung, die es gibt. Das ist nicht verkehrt, glaube ich. Weil daran hapert es ja wohl, ne? War wieder Teufel, mein Freund. Das Ding fliegt hier rum. Schon was? Ja, ich krieg gleich Kopfschmerzen. Nee. Auf jeden Fall das. Och, dann machen wir das Öl in der Look dran. Schön mit dir Geschäfte zu machen. So. So, und du, was willst du von mir? Ein Duell oder was? Ja. Wie du weißt, bin ich der beste Fahrer der Stadt. Aber einer kleinen Herausforderung bin ich nie abgeneigt. Einem kleinen Zweikampf. Hier sind die Regeln. Wenn du mich schlägst, gibt's ein hübsches kleines Upgrade für deinen Schrotthaufen da. Bist du bereit? Na los, ein kleines Duell. Ich bin der beste Fahrer der Stadt. Und hab meinen eigenen Skin. Und ich gehe ein Risiko ein. Und Anfänger zu schlagen ist keine Kunst, also höre ich den Einsatz. Wenn du mich schlägst, bekommst du den Magnum. Ein Kühlergrill für den Schrotthaufen, den du da fährst. Ja, das hört sich endlich schlecht an. Möchtest du? Ja, klar. Machen wir. Gut. Ich liebe es, Anfänger zu versägen. Ja, ich mag Züge. Herzlich willkommen zu einem neuen aufregenden Rennen auf der... Ach, scheiße. Mitwaffen? Ja, moin. Oh, Digga, Alter, alles klar. Tschüss. Konzentration.
ist auch wo fix unterwegs, ey. Dafür, dass der kein Licht benutzt, sondern nur ich. Oh fuck. Drei Runden. Ah, oh, scheiße, das war glaube ich dumm. Ja, ein bisschen, ne? Ach, ein Klima. Der hat auch. Der ist ein Wichser. Der kann mir die Dinger klauen. Ja. Schwein. Ja, tschüss. Easy. Ja, auch schwerer vorgestellt. Geil. Ah. Verdammt, du hast mich geschlagen? Da muss irgendwas mit meiner Karre nicht stimmen. Ja, ich weiß. Was ist denn da am Ellbogen, Alter? Ach so, Tattoo. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Stück Haut dran genäht. War so eine Scheiße. Slim, was steht an? Möchtest du ein paar Rennscheine gewinnen? Erhalte 15 weitere zum Freischalten. Erhalte 70 weitere. Ja, machen wir das hier mal. Südliche Highway. Kein Kampfrennen. Minikanonenrennen. Raketenrennen. Raketen habe ich nicht. Gewinne ein Minikanonenrennen über drei Runden, um Gold zu gewinnen. Gewinne ein normales Rennen über drei Runden, um Gold zu gewinnen. Oh, ich hasse eigentlich Autorennen, ey. Ich hab da auch nicht so einen Bock drauf. Muss ich das machen? Das ist immer so anstrengend. Viel Erfolg! Machen wir ein. Diesmal. Willkommen, Freunde des Rennsports! Was für eine Gluthitze! Aber unsere Fahrer sind genauso heiß auf den Startschuss! Uiuiui. Ja, wollen wir mal, ne? Ja, ne? Ja, nice! Hier links ab. Und tschüssi. Da rechts, links. Jetzt hier links. Oh fuck. Wow. Hey. Ja, und ich sehe erstmal alle selber kaputt. Das nehme ich nicht, das ist schön. Da ist erstmal Ruhe drinne. Zack. Der lenkt so... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist nur übertrieben so... Keine Ahnung. Die dumm sind oder was? Spieler, ey, so richtig, ne? Kommen einfach nicht ihrer Arbeit nach. So, letzte Runde. Konzentration. Max-Pegel. Ja. Ach, da muss raus. Das ist dann ganz genau. Jetzt gibt's drauf. Der ist schon wieder so nah. Oh, das war aber sehr gefährlich. Egal. Zack. Erster. Hier ist Striker. Ist das der von gerade eben? Keine Ahnung. Gewonnen ist gewonnen. Scheiß drauf. Ja. Ja, haben wir jetzt irgendwas gewonnen?
Hier gibt's Autoteile. Muss ich vorher zu dem hin? Ich hab doch keine Ahnung. Sam, hab ich jetzt gewonnen? Möchtest du ein paar Rennscheine gewinnen? Nö. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Schon was gefunden? Ja, zeig mal, was kann ich denn hier kaufen? 18 Rennscheine. Da kaufe ich glatt nichts von. Aber ich brauche neue Munition. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und ein paar neue Raketen. Das ist ja auch nicht alles so teuer, wa? Verdammte Scheiße hier. Schocker. Schocker braucht keine Und der Rest ist auch für den Arsch. War wieder Teufel, mein Freund. Ja, kein Ding. So. Gucken, vielleicht hat der Sheriff hier auch was Neues, ne? Ja. Schöner Baum, ne? Ja, finde ich auch. Scheint wohl nicht da zu sein. Das war ein überzeugender Sieg. Ja, danke. Hier, Caleb. Ich habe deinen Bruder gefunden. Memeto, oder wie er heißt. Start. Geh. Hey Kumpel, du musst vorsichtig sein. Die Regierung scheint nach dir zu suchen. Du hast Glück, dass du hier geduldet wirst, sonst würde ich dich ausliefern. Was? Was ist denn mit dir los, mein Freund? Bist du dankbar, dass ich deine Familie gerettet habe? So, ab zum Bürgermeister. Bürgermeister? Der Bürgermeister ist gerade nicht zu sprechen. Wo wollte ich jetzt hin? Irgendwas mit ID. Ach ja, zu Arche. Ist noch was zu sagen? Ich glaube, der mag mich nicht mehr. Der mag mich nicht mehr. Coprino. Tunen. Kühlergriff. Magnum. Okay, ja. Oh. Ins Ödland, würde ich sagen. Mal gucken. Aber hier sehe ich mir schon, was mit dem Kühlergriff ist. Ob ich jetzt die jetzt richtig so weghämmern können. Oh. Wäre ich jetzt aber fast beim Stromkabel gezogen mit meinen Füßen. Das wollte ich eigentlich gar nicht so. Wie sieht der denn aus, der Kühlergrill? Muss ich aber auch betrachten, ne? Ei. Das ist nicht schlecht, ne? Da ramme ich gleich erstmal in ein voll vorne rein. Und so guck, was passiert. Aber als erstes laden wir das Scharfschützengewehr nach. Und knallen den in die Presse. Und fahren dann weiter. Unser Kontakt in der Basis berichtet von Regierungsaktivitäten im Gebiet. Wir wissen nicht genau, was sie vorhaben. Sei also vorsichtig. Naja, einfach rein da. Okay, Auto. Ja, ne, von links oben kommt ein Auto, ne? Wenn ich mich recht im Sinne, ne? Doch nicht? Ja, dann. Regierungsaktivitäten in diesem Gebiet berichtet. Pass auf dich auf. Hast du gerade auch schon gesagt, Mann. Die Regierung hat irgendwas vor. Alter, nördlich von hier wurden schwere Transporter gesichtet. Besorg so schnell wie möglich die Daten. Digga, ganz gut. Guten Morgen. Ich glaube, wir sind zu spät. Hey. Immer ganz ruhig hier, ja? Das ist mein letztes Zuhause, was ihr da angreift. Das geht so nicht. Hol der Drive aus der Karre. Wie geht's euch denn? Ja?
Sieht noch unverändert scheiße aus. Oh, ich muss für ihn kratzen. Eben eine Sekunde Geduld. So. Ja. Ausgeworfen. Hä? Ja. Ja, ganz ruhig. Dann passiert uns allen auch nichts. Was hast du denn? Ja, ist Angst, ne? Mal gucken. Da habe ich hier noch schön Pulverschuss, nicht Mini-Granaten. So. Hat er gerade gesagt, Bereich sauber? Ist mir egal, wir knallen jetzt einfach ab. Normal. Ja. Was ist das für ein Geräusch? Hey, das ist geil. Putz. Easy. Aber das ist der kleine Nachteil von diesen komischen Flugdingern da. Oh, was juckt denn da am Armgelenk so? Krieg ich die Krätze? Ja. Vorne steht noch da. Rückwärts fahren ist jetzt nicht so meine Stärke, wa? Autsch. So. Ja, so geht das auch nicht. Komm mal da ran. So. Ach, jetzt hat da ist wieder so ein komisches Flugzeug-Scheißding. Mann, das ist auch so ein Wendekreis, ne? So, zurück zur Stadt. Well, Springs. Es fallen, ja. Ja. So kommt jetzt die Information von dem Scheiß. Hä? Fallen die alle auf einen Punkt? Du sagst das doch. Autsch. Was sind das denn für hohe Liquid? Die knocken die einfach der hohe Satz. What's your problem, huh? Stimmt, Alter. So, Alter. Hä? Das war jetzt ein bisschen creepy, mein Freund. Egal, egal. Brauchst mich ja nicht treffen. Einmal mal drum herum schießen.
So, direkt wieder aussteigen. Ah, lecker. Schaden. Ich es sofort reparieren lassen. Verlassen. Aber Well Springs. Hör zu, mein Freund. Ja. Ich habe gehört, die Regierung sucht dich. Du solltest die Beine in die Hand nehmen und verschwinden. Ich lass dich nur ungern gehen, aber immer noch besser, als wenn sie dich kriegen. Du bist auch so richtig auf dem Laufenden, Mika. Ich weiß es schon seit ein paar Minuten. Ja, ja, Mitglieder Widerstands, leck mich am Arsch, gib mir Kohle. Gut gejagt. Hier ist deine Belohnung. Wir sehen uns, hoffe ich. Hier, Jacob, das ist auch was für mich. Alle Achtung, wirklich klasse Arbeit. Mit den Feldtritbrocken mache ich ein Vermögen. Ja, vielen, vielen Dank, Mann. Hier ist deine Belohnung. So, was die Regierung hat im Ödland etwas Großes vor. Deshalb sind alle so nervös. Mhm. Pass gut auf dich auf, Mann. Ja, danke dir. Ich muss jetzt hin. Sweaten hier. Ach, zum Marshall, ne? Marshall. Marshall Mathers. Gute Arbeit. Dein Wert für den Widerstand ist sehr groß. Ich bringe das Drive zu Lassard, wenn wir wieder in unserer Basis sind. Lasagne. Hoffentlich kann er den Inhalt lesen. Jetzt ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Für dich wird's hier immer gefährlicher. Aber nur zu, sag's ihm. Wir müssen noch einiges tun. Ihr seid vor meiner schwul? Gefangennahme war ich auf dem Weg ins alte Forschungszentrum der Regierung in der Totenstadt. Erstmal ich habe nach Beweisen für das gesucht, was die Regierung mit den Mutanten macht. Ja, aha. Wir haben gehört, dass die Regierung Nanotriten umprogrammiert hat und damit Mutanten kontrolliert In noch etwas Bösartigeres verwandelt. Sie haben wohl einen Weg gefunden, sie als Waffen einzusetzen. Aber wir wissen nicht, wie weit sie waren, bevor sie überrannt wurden und die Stadt verlassen mussten. Wir brauchen diese Daten. Vielleicht können wir den Prozess rückgängig machen, wenn wir die Mutantenexperimente besser verstehen. Außerdem können wir die Informationen nutzen, um allen das wahre Gesicht der Regierung zu zeigen. Also, bevor wir gehen, hilf uns, die Daten zu finden. Ja. Wir vermuten, dass sich eine Kopie der Daten auf den alten Servern befindet. Aber du musst in die obersten Stockwerke des Forschungszentrums zum Netzwerkraum. Dort steht irgendwo der Hauptserver. Finde die Daten. Dann hast du dem Widerstand noch einen großen Dienst erwiesen. Geil. Kannst du das tun, mein Freund? Ich weiß es nicht. Ja, verlorenes Forschungsdatenprogramm, scheiße. Es kann sein, dass die Regierung die Mutanten mit umprogrammierten Nanotriten kontrolliert. Aber wir wissen nicht, wie weit sie sind. Wenn wir keine Forschungsergebnisse haben, du musst ins alte Forschungszentrum der Todstadt. So. Im Netzwerkraum befindet sich der Hauptserver, dort kommst du an die Forschungsergebnisse ran. Finde die Ergebnisse, dann können wir den Prozess rückgängig machen. Ja, mach. Denk dran, die Regierung weiß, dass du hier bist und okay. Sie wird nach dir suchen. Nimm alles aus der Kiste da, was du brauchen kannst. Okay, beeil dich und viel Glück. HE-Raketen, Filtrit-Energiezelle, MP-Granaten, was ist das? Ach, ja, richtig viel. Dankeschön. Uns läuft die Zeit davon. Ja. Finde die Daten, damit wir verschwinden können. Ja, was ist denn für eine Schrift, Mann? Was ist das denn? Kreis, Kreis. Drei ist durchgestrichen. Pfeil nach unten. Ja, sieht schön aus. Komm jetzt hier durch? Nö. Tschüss. Boah, erstmal aufstoßen, ey. Ja. Tür auf!